Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial in Bezug auf die neuen Senkrechtstarter aus dem Patch New Power. Wie ihr vielleicht schon gesehen oder gehört habt, ist es nicht möglich, direkt vertikal abzuheben mit den Senkrechtstartern. Dazu müsst ihr zuerst in die Steuerungsoptionen gehen und hier seht ihr dann unter Primäre Steuerungsachsen Thrust Vector. Wenn ihr hier raufklickt, habt ihr die Option Achse bearbeiten. Das Menü, was sich dann öffnet, dann hier oben Wert erhöhen und Wert verringern. Hier ist es wichtig, dass ihr zwei Tasten belegt. Im Idealfall sind Tasten, die vertikal übereinander liegen, also zum Beispiel Shift oder STRG. Es kann auch zum Beispiel A oder Y sein. Hauptsache, ihr könnt die Tasten gut erreichen. Bei mir sind das Sondertasten, daher steht hier und hier ein Fragezeichen. Ihr könnt das aber machen, wie ihr wollt. Unter anderem ist es dann noch wichtig, die relative Steuerung auf Ja zu klicken und den Multiplikator nach euren Belieben anzupassen. Der Multiplikator verändert einfach die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Achse verändert. Also ob die Schubdüsen jetzt innerhalb von einer Sekunde oder drei Sekunden komplett einmal rotiert werden. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr hier auf OK klicken und den Hover Mode auf zum Beispiel Alt einstellen. Zum Hover Mode gehört auch noch Hover Height dazu. Gleiches Prinzip wie beim Thrust Vector. Ihr geht auf Achse bearbeiten und weist wieder dem Wert erhöhen und Wert verringern jeweils eine Taste zu. Was genau das Ganze bedeutet und wie es funktioniert, zeige ich euch gleich im Testflug. Hier wären wir nun im Testflug angekommen. Wie ihr sehen könnt, sind meine Schubdüsen momentan für den Horizontalflug ausgerichtet. Wenn ich jetzt aber meine Thrust Vector-Taste drücke, seht ihr, dass sich meine Schubdüsen nach unten hin verschieben. Wenn ihr das getan habt, erhöht ihr euren Schub, zum Beispiel auf 100% oder auf Not, sehen, dass euer Flugzeug vertikal abhebt. Wenn ihr dann eine relativ hohe Höhe erreicht habt, könnt ihr den Hover-Mode einstellen. Der Flieger wird dann ein wenig pendeln, bis er sich dann komplett austariert hat. Und in der linken oberen Ecke steht nicht mehr Schub, sondern Schweben. Hier könnt ihr dann mit dem nach oben bzw. nach unten Tasten oder euren Tasten, die ihr eingestellt habt, den Schwebemodus verändern. Wenn ich jetzt hier minus 50% einstelle, seht ihr, dass der Flieger langsam nach unten fliegt. Steigt ja nicht wirklich. Wenn ich das Ganze in den positiven Bereich verschiebe, also 100% einstelle, seht ihr, dass der Flieger wieder nach oben steigt. Das ist es eigentlich auch generell schon zum Schwebemodus. Aus dem Modus könnt ihr auch einfach wieder raus, wenn ihr den Hover Mode off schaltet. Der Flieger geht dann wieder auf einen relativ sicheren Prozentanteil, beziehungsweise den Prozentanteil, den ihr zuletzt eingestellt hattet. Hier könnt ihr dann ganz normal die Thrust-Vektoren wieder nach vorne bewegen. Etwas vorsichtig sein, da ihr ja sehr, sehr langsam fliegt. Und daher solltet ihr auch nicht ganz horizontal gehen, damit ihr erstmal ein wenig Geschwindigkeit nach vorne aufbaut. Wenn ihr dann 150 bzw. 250 erreicht habt, könnt ihr dann die Thrust-Vektoren wieder wesentlich horizontaler einstellen, bis ihr dann schnell genug seid und dann ganz zum horizontalen Flug übergehen könnt und eure Flügel genug Auftrieb erzeugen, um euch in der Luft zu halten. Das war's dann auch schon zu diesem kleinen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch geholfen und wir sehen uns demnächst oder beim nächsten Stream wieder. Ciao, ciao!